Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wer jetzt eben gedacht hat, mit dem neuen energiepolitischen Sprecher der CDU, Herrn Hovenjürgen, würden wir jetzt hören, was genau die CDU jetzt hier will, da sind wir leider enttäuscht worden. Wir haben sehr viel Unkonkretes, sehr viel Geschwurbel gehört. Er hat leider auch schon wieder den Saal verlassen, denn ich hätte gerne mit ihm auch die Auseinandersetzung mal gesucht, wie es denn bei ihm wäre, wenn sein wunderschöner Hof vor Ort auch wirklich angekündigt wird, dass er abgebaggert wird, dass er ihn verlassen muss, dass seine Kinder dort nicht mehr leben können. Dann wäre er ganz schnell unter der Decke. Aber so haben wir einfach nur eine ganz ruhige, sachliche, eher geschwurbelte Rede gehört und nichts Konkretes. Ich finde das schon sehr schwierig. Wir haben und auch insgesamt, auch der Vorredner der CDU und die Kollegen der FDP, sie stellen hier Fragen über Fragen. Aber anstatt einfach mal immer nur diese Fragen zu stellen, sollten sie doch auch mal ganz ehrlich, klipp und klar sagen, was sie eigentlich wollen. Die FDP will, dass Holzweiler abgebaggert wird. Sie wollen, dass auch diese 1400 Menschen noch ihre Heimat aufgeben wollen. Sie wollen die Braunkohle vernichten. Denn ganz ehrlich gesagt, was ist es denn anderes, wenn man Braunkohle verbrennt? Das ist eine Vernichtung der Braunkohle. Wir Grüne haben, anders als eben Herr Brockes das gesagt hat, eben nicht das Ziel, die Braunkohle zunichte zu machen. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Wir setzen uns für erneuerbare Energien, für eine Zukunft ein und damit eben auch für den Halt der Braunkohle unter der Erde. Sie, liebe FDP, Sie wollen also, dass 1400 Menschen ihre Heimat verlassen müssen, obwohl die energiepolitischen Rahmenbedingungen sich gravierend verändert haben. Ich finde das absoluten Irrsinn. Sie stellen sich hier hin und behaupten, dass es keine energiepolitische Notwendigkeit für diese Leitentscheidung gibt. Das haben wir eben von Herrn Brockes gehört. Aber ich frage mich dann ehrlich, wenn ich das höre, mit was für Scheuklappen Sie durch die Welt laufen. Denn gucken wir uns das einmal noch mal an. 1995 hatten wir einen Anteil von erneuerbaren Energien von 2% am Stromverbrauch. 2%. Heute haben wir einen Anteil von 30%. Ich meine, was ist das denn anders als eine gravierende Veränderung der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Und ich mache, und man kann natürlich den Entscheidern von 1995 überhaupt nicht den Vorwurf machen, dass sie diese Entwicklung nicht vorhergesehen haben. Denn dieser Erfolg der erneuerbaren Energien war nun wahrlich nicht in dem Maße absehbar. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch damals hat man schon gewusst, man überblickt sehr lange Zeiträume und hat schon deshalb gesagt, man muss diese entsprechenden Voraussetzungen auch immer wieder überprüfen. Und genau das machen wir. Und genau, Herr Bombis, genau darum geht es, nach gesetzlichen Vorgaben diese Rahmenbedingungen zu überprüfen. Und sie haben sich gravierend verändert. Und Ihnen kann ich daher den Vorwurf machen, dass Sie eben diese Entwicklung einfach schlicht und einfach ignorieren und ideologisch getrieben an einem Energieträger festhalten, dessen Zeit nun mal abläuft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Abschied von der Braunkohle hat begonnen. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ist mit der Entscheidung zur dritten Leitentscheidung der Einstieg in den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung geschafft. Und nun sollten wir alle gemeinsam nicht immer wieder längst geschlagene Schlachten hier aufleben lassen. Sie versuchen das an dieser Stelle immer wieder. Und ganz klar ist aber auch, ein Einstieg in den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bedeutet nun wahrlich nicht einen Strukturbruch, sondern wir müssen ganz dringend notwendig den Strukturwandel mit allen politischen Kräften gemeinsam im Sinne der Regionen jetzt anpacken. Und wenn man immer nur daran festhält, an dem, was einem groß gemacht hat und sagt, das hält einen auch groß, das, finde ich, können wir an vielen unterschiedlichen Stellen in Regionen sehen, dass das so nicht gelingt. Im Ruhrgebiet ist das zu beobachten. Es gibt Unternehmen wie beispielsweise RWE, die das ganz schmerzlich am eigenen Leib gerade erfahren müssen, dass ein Festhalten an einem bestimmten Modell eben nicht auf Dauer trägt. Und deswegen ist es wichtig, sich für die Zukunft aufzustellen, der Perspektive der Region und dem Ort Holzweiler eine Perspektive zu bieten. Und was ganz klar ist eben, die Perspektive der Braunkohle ist endlich. Diese Realität sollte von allen anerkannt werden, damit wir die Herausforderungen der Region gemeinsam anpacken können. Sehr geehrte Damen und Herren, die dritte Leitentscheidung macht eben auch klar, die Zukunft gehört den sauberen und bezahlbaren Energien, die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Herzlichen Dank.